Sony wurde dann einfach in ein neues Gehäuse gepackt und diente dann als Medium, als Speichermedium für die PSP. Das war sehr toll. Ja, Sony for the win. Ja. Oh Gott, die PSP, meine Güte. Ich habe ja noch die PSP, habe ich ja noch hier. Erste Baureihe, Freunde. Erste Baureihe. Ich habe mir die PSP gekauft, da war die gerade eine Woche auf dem Markt. Eine Woche? Mhm. Boah, da war die noch spackteuer. Ja, ich habe bezahlt, glaube ich, 400 irgendwann Euro für die PSP damals. Ja, das war noch richtig... Aber da war man auch noch voll cool. Habe ich schon gesagt, dass sie mir zu Weihnachten hin mein Stereo-Equipment, ach lol, mein Studio-Equipment auffrischen möchte. Oh. Ich hätte schon gesagt, ich wollte mir noch einen 31-Band-Equalizer kaufen. Lol. Das stand schon lange auf meiner Karte. Okay. Jetzt frage ich mich nur, was du damit willst. Dann noch ein Röhrenmikrofon. Ach du Scheiße. Ich bin ein Kleister. Und noch einen gescheiten Mixer. Ja. Und für mich einen NF-Trenner. Ja, natürlich, klar, habe ich ja gesagt. Dann haben wir, glaube ich, was für ein Special, ohne Scheiß. Ich hole mir da noch so einen YouTube-Aufkleber, den klebe ich da drauf. YouTube-Aufkleber, okay. Finanziert von YouTube. Super. Sponsored by YouTube. Ey, da gibt's übrigens, ich habe ja noch so ein altes T-Shirt, ne? Da steht ja drauf, sponsored by Sozialamt. Das ist total geil. Vielleicht gibt es sowas auch mit sponsored by YouTube. Oh, geil. Oh Mann, ey. Gibt's so, bestimmt. Aber auf jeden Fall schicke ich dir jetzt das Tablet mit, wenn ich dran denke. Okay. Weil jetzt haben wir ja ein größeres Paket, dann kann ich dir da mitschicken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Wenn damit was anfangen kannst. Ich wollte das Ding ja verkaufen, 8 Euro wurde mir geboten. Ja, das hat mal 120 gekostet oder so. Kannst du auf jeden Fall auf Facebook gammeln und sowas. Ja, dafür ist es ja gedacht so. Wenn man auf dem Pott sitzt, so schön lesen. Genau. YouTube-Videos kannst du damit auch schauen. Wisst ihr ganz exklusiv, wenn der Tora sich um irgendein Video kümmert bei YouTube, dann wisst ihr, aha, der sitzt gerade auf dem Pott. Ja. So, ich fülle jetzt hier mal mit Dirt auf, ne? Weil ich habe keinen Köbel mehr und habe keine Lust mehr, noch welche zu holen. Das können wir ganz schnell ändern, weil ich habe noch mehr Köbel. Okay. Guck mal hier, weil dann musste ich die ganze Dirt verbraten, weil davon haben wir ja weniger. Gut, aber dann gib mir den Köbel, dann gebe ich dir den Dirt. Ja. Ich habe nämlich noch... Ja. Vier Stacks. Ja, so zweit ist so eine Aufnahme doch viel entspannter und viel geplanter vor allem auch. So, bitteschön. Ich kann keine mehr. Da doch. Kack gedacht. Lalalalalala. Guck mal, hier hinten müsstest du auch noch. Lalalalala. Ja, ich muss hier überall noch. Hier ist auch noch ein Riesenloch. Da muss ich erstmal noch auffüllen. Also ich komme hier aus dem Aufköbeln nicht raus. Ja, das ist aber auch... Oh. Oh. Nicht gerade eine kleine Fläche, die wir hier wieder dem Erdboden gleich machen. Aber wir sind ja auch anständig, wir faken ja nicht irgendwie mit oberer Fläche nur, sondern wir machen ja richtig auffüllen. Genau. Ne? Gab ja mal so Leute, Daniel, der hat dann einfach nur so die erste obere Ebene gefüllt. Ja, damals. Als du noch jung warst, ne? Genau, als ich noch jung und... Früher waren wir alle noch reich, waren wir alle mal jung und schön. Ja, ich weiß, heute sind wir nur noch und. So. So, die Fläche ist aufgeköbbelt. Jetzt kann ich hier köbbeln noch. Ein bisschen köbbeln. Wir haben so, dahinter übrigens, müssen wir dann nachher auch noch, ne? Dahin. Wir haben übrigens auch lustige Comments gekriegt von einem Österreicher. Von einem Össi? Ja. Ja, und zwar? Er hat sich gefreut, weil wir im Video Freiwild gehört haben. Ach ja, stimmt. Das war in Part 192. Ich erinnere mich. Tora ist Freiwild und Daniel, 192? Ist das nicht sogar 292 gewesen oder so? Doch, ich glaube. Habe ich 100 gesagt? Nee, ich meine 200. Ja, 100. Aber guck mal, du kannst noch dahinter gehen, weil da ist noch die Wasserpfütze da. Da hinten da meinst du? Ja, genau. Ja, ich... Boah, das ist aber doch eine größere Pfütze.
Ja, schon. Also ist jetzt keine kleine Fötze, Pfütze. Fotze, kleine Fotze. Nee, Moment. Ach ja. Das Genialste war eben. Nanny. Die super. Ja, Katharina Saalfrank. Nee, aber. Das Schlimme ist, dass du den Namen kennst von der Ollen, ey. Boah, Gott. Himmel hilf. Himmel hilf, ey. Wie kann man sich so eine Scheiße merken? Katharina Saalfrank. Gib's doch zu, du stehst da bestimmt auf die. Klar. Nee, die hat. Weißt du noch, warum die aufgehört hat? Das ging doch so durch die Medien. Weil die, das ist ja alles gestellt gewesen, ne? Und die Kinder wurden immer geschlagen und das konnte die ja gar nicht sehen. Deswegen hat die aufgehört. Ach so, weil deswegen das geschlagen gestellt wurde. Ja, genau. Nee, weil das einfach. Die wurden wirklich geschlagen. Das war das Problem. Okay. Aber die Story dazu wurde gestellt. Okay. Aber geschlagen wurden sie richtig und das. Warte, Diplompädagogin Katja Saalfrank. Aber ich finde es so geil, wo er da auf dieser Matratze rumhüpft. Fatze! Ich meine, das ist ja sowieso alles gestellt, was heutzutage da in der Glotze läuft. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, Leute, aber das ist alles. Das ist alles nichts. Nicht echt. Genau wie dieses. Boah, wie heißt das? Ja? XX Diaries. Boah, das ist ja die größte Rotze wider Willen, ey. Das ist doch. Boah. Was für Diaries? Ja, X-Diaries oder so. Ach so, heißt das. Ja, das ja, läuft, ja. Doch auf, läuft doch auf RTL Schrott 2. Ja. Also, RTL ja, 23. Ja, das ist doch, boah, Gott, Herr im Himmel. Und das Schlimme ist, die Leute, die sich so eine Scheiße ausdenken, sind auch noch erfolgreich damit, weil die Leute eben so bescheuert sind und sich das angucken. Ja, ich meine, RTL hat sich ja eh auf die Harzer spezialisiert. Oh ja. Von dem das ist, ist das ja kein Problem. So, ich habe keinen Köbel mehr jetzt. Ja, und wir könnten uns dann eh gleich wieder aufs Ohr legen, weil es wird schon wieder stockdunkel. Ja, dann kann ich mir gleich noch ein bisschen Köbel holen. Ja, und ich wieder dort. Zwei Stacks. Weil es gerade ausgegangen. Köbel dürfte eigentlich reichen, da. Ja, wollen wir hier die Umgebung auf das hier anpassen? Also wollen wir da drum rumdörten oder wollen wir das hier, ich würde eher sagen, wir machen das hier irgendwie. Oder lassen wir es so? Nee, also ist der bescheuert. Punkt ist auf jeden Fall, Fakt ist, wir können die Fläche hier jetzt nicht irgendwie verkleinern. Weil nee, das ist das Dach von der genau, Farm. Ja. Das heißt, wir müssen im Prinzip alles drumherum eins erhöhen. Ja, und da vorne ist ein Enderman und zwei Zombies. Aber das sollte machbar sein. Drei Zombies. Guck mal, der sieht aus wie ein Weihnachtsmann in meinem Texture Pack. Auch sehr lustig. Seit wann hast du ein Texture Pack? Default. So, und solange du den Enderman nicht anguckst, ist alles tutti. Ich gehe durchs Gartenhäuschen. So. Da am Eingang standen mir dezent zu viele Zombies. Okay. So. Drei Stück vor dem Eingang und eine Spinne. So. Könnte ich mal langsam anfangen zu versuchen, mir mal hier wieder eine Kräutermischung zu machen, weil wir nehmen jetzt schon wieder so. Könntest du. Auf. Mhm. Weißt du, und dann kennst du das, dann geht so langsam so der bestimmte Pegel geht dann so ein bisschen nach unten und dann werde ich hibbelig. Ich meine, ich bin sowieso immer hibbelig, aber dann. Okay. Ist so ein bisschen doof, weil jetzt ich auch Video auch ne. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob es klappt mit dem Zusammenschnipsel. Ich auch. Weil ihr habt's gefordert, ihr wolltet das gerne haben und wir wollten das eigentlich schon längst mal umgesetzt haben. Nur bis jetzt hat das einfach nicht geklappt, weil wir keine Möglichkeit gefunden haben, das relativ klein darzustellen oder beziehungsweise genau. Klein zu rendern, dass Daniel da das mitnehmen konnte. Bis wir jetzt gesagt haben, Moment mal, da muss ja keine 1080p sein, das Video, was ich da mache, und auch keine 720p, sondern kann ja ruhig ein bisschen kleiner sein. Damit er dann da unten auftaucht. Genau. Ne? Dass ihr dem Tora ab und zu auch über die Schulter gucken könnt, ja, weil wir sind ja auch manchmal an komplett verschiedenen Orten und dann ist das vielleicht gar nicht so doof. Genau, oder weil das wolltet ihr ja gerne mal. So, und jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich meinen blöden Tabak hier. Meine Kräutermischung, dass ich die auch noch durch den Stopfer. Ja, ich bin Zigarettenstopfer. Dass ich die jetzt auch noch in die Hülse reingepresst kriege, weil manchmal ist mein Stopfer. Ja, siehst du, geht schon wieder nicht. Muss ich wieder ein bisschen nachhelfen. Der ist nämlich ein wenig dezent kaputt. Ich habe zwar noch einen zweiten, aber den habe ich noch eingepackt und an eine Seite gelegt, weil ich wollte den so lange nutzen, bis er wirklich auseinanderfällt. Ja, ich bin ja ein sparsamer Mensch. Ich benutze immer alle so lange, bis es auseinanderfällt. Mhm. Sehr sparsam. So. Hat funktioniert. Heißt, ich kann jetzt anzünden. Schön. Was machen wir jetzt mit der Erhöhung hier, Chef?
Erstmal hole ich mir jetzt Köbel. Jö. Damit ich da erstmal weiter erhöhen kann. Ja, ja, das alte Community-Projekt. Ich glaube, wir könnten hier mal zumachen, wo das Multiverse-Portal drin steht. Ja, das ist ja leider nicht so angekommen. Da war ja nicht so viel Interesse für da. Können wir ja mal schauen. Vielleicht später. Genau. Das wird bestimmt noch so, wenn wir beim 800. Part sind. Ja, mal gucken. Dann werden wir auch so ein Publikum von 1000 Leuten mal erreicht haben. Und dann muss ich mich aber zeigen. Genau. Ich habe ja versprochen, mich bei 1000 Abonnenten mal zu zeigen, nur ein Video zu machen oder so. Ich meine, ich fände es ja sowieso gut. Also, es ist ja wieder Gamescom nichts, aber da gehen wir hin. Aber garantiert gehen wir da hin. Da machen wir ein Abo-Treffen dann. Ein Abo-Treffen auf der Gamescom, ich bin gespannt. Dann müssen wir vorher noch so schöne, lustige Arctos-LP-T-Shirts drucken. Nee, wir kommen alle Morph-Suit. So. Also. So. Einen Stern. Hier ist der Commander Krieger für euch. Ich finde diese Begrüßung von ihm finde ich immer so geil. Ja. Das kann keiner so gut wie Commander Krieger, Mann. Ich liebe ihn. Er ist wirklich gut. Ja. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Commander Krieger für euch in seiner Schaltzentrale. Ich weiß jetzt nicht, warum ich darauf komme, aber... Kam gerade so aus der Not heraus, weil wir gerade kein Thema haben. Och, ich bin Thema genug. Ja, stimmt auch. Ja, ich bin ein Thema für sich. Du hast ja deine ganze Lebensgeschichte hier schon erzählt. Ja, ja, sowieso. Da brauchst du keinen mitten im Leben mehr. Guckst du unsere letzte... Also hier machen wir ja eh eine Etage höher, ne? Dann kann ich das jetzt auch mit Köbel auffüllen hier. Dann ist das ja wurscht. Ja, machen wir das jetzt eine Etage höher? Ich meine, das ist schon ein bisschen überkrank, oder? Machen wir. Habe ich jetzt beschlossen. Allein weil es krank ist, machen wir das, ne? Ja, weil wir sind. Deswegen fülle ich jetzt hier mit Koblé auf. Damit wir dann anschließend mit Dirt. Mit Dirt dirten können. Ja, dann haben wir nachher aber wirklich keinen Dirt mehr. Ja, Gott sei Dank, wir haben sowieso viel zu viel davon gehabt. So, und ich habe schon wieder so einen Kratzen im Hals. So und so. So, also das heißt, wir machen alles eine Ebene höher, oder was? Richtig. Uiui. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Das war dein Vorschlag und ich bin drauf eingegangen. Achso, ich fange mal auf der anderen Seite an. Mach das. Oder zumindest mal hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. So, habe ich denn noch Dirt? Ja, ich habe noch Dirt. 1, 2, Sauferei. 3, 4, noch ein Bier. 5, 6. Ach, was sollen wir trinken? 7 Tage lang. Was sollen wir trinken? So ein Durst. So, so. Boah, man braucht ein Stack pro Bahn, Alter. Das reicht nie im Leben unter Dirt. Ja, wir lassen uns ja schon mal einfallen. Das klappt schon irgendwie. Oh, Kacke. Irgendwo haben wir bestimmt noch Dirt versteckt. Ja klar, eine magische Kiste oder so. Ja. Die hat sich Annie bestimmt in den Arsch geklemmt, als das letzte Mal da war. Eine magische Dirt-Kiste. Deswegen finden wir die nicht mehr. Wir könnten auch diesen Berg hier dazwischen mal abgrasen, oder? Hier, das hier. Und dann willst du eine große, gerade Fläche machen, oder was? Ja, im Endeffekt, ja. Weil das lässt sich dann später am besten bebauen. Puh. In Vorbereitung. Gut, okay, könnte man machen, ja. Weil dann hätten wir auch keinen Dirt-Mangel. Könnte man machen tun. Machen tun haben sollen. So. Tja, lustige Geschichten. Was könnte man denn noch erzählen? Ja, Fahrradfahren. Ha, 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 ha. Fahrradfahren. Mann, ich habe mich ja früher mit dem Fahrrad mal so richtig gewaltig auf die Fresse gelegt. Wer nicht? Das war sehr geil. Ich habe ja so ein lustiges Fahrrad gehabt mit so Hörnern dran. Kennt man ja, weißt du, war ja cool, so Hörner am Fahrrad, so, weißt du? Mhm. Und dann das schön, ist doch bestimmt. Ich hatte auch so ein lustiges Fahrrad mit, das war so ein. Das hatte eine Rücktrittbremse und keine richtige Bremse. Warum habe ich es nicht ausgesprochen gerade? Warum habe ich es nicht ausgesprochen? Und ich bin so schlau gewesen und habe da mal eine Wette noch mitgemacht und bin mal so einen Berg runtergefahren. Also das war so ein richtiger Berg, so 45 Grad Neigung und so, ne? Also Gefälle. Ja. Das war sehr geil, muss ich sagen. Sehr geil. Weil so ungefähr bei der Hälfte des Berges ist mir aufgefallen, boah, du bist ja auch ein bisschen schnell. Vielleicht solltest du mal bremsen.
It's too late. Und dann war der Energiepegel, der war der Adrenalinpegel aber schon so hoch, dass ich nicht mehr richtig, weil bei der Rücktrittsbremse muss man ja feste nach hinten treten. Weißt ja. Du? Und ich habe dann aber nur so pussy-like nach hinten getreten und dann hat das Fahrrad natürlich nicht gebremst. Und dann bin ich noch mehr in Panik geraten.